must go to stand in for the shamed, for the cause of his great name. We must go, we must go to go befriend the lost, carriers of peace at all costs. We must go to every corner. Change.
Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem Online-Gottesdienst bei Zetterberg Berlin. Mein Name ist Toni und ich bin der Pastor hier. Hi, und ich bin Jessica und ich leite das Zetterberg Kids Team. Wir sind so begeistert, Zetterberg Kids Programm wieder vor Ort hier bei unserem Berlin Campus anzubieten, wo Kinder zusammen spielen und lernen und wachsen und näher zu Gott und zueinander kommen und in deren geistlichen Entwicklung wachsen und Jesus kennenlernen. Wir sind total begeistert, das Programm für zwei unterschiedliche Gruppen anzubieten. Einmal frühe Kindheit, Altersgruppe ist von 3 bis 1. Klasse und dann das Grundschulalter von 2. Klasse bis 6. Klasse. Der Platz hier ist begrenzt, das heißt, wir bräuchten eine Anmeldung von den Eltern für eure Kinder für jeden Sonntag. Den findet ihr auf unserer Webseite unter der Besuch-Page und da könnt ihr euch anmelden für den kommenden Sonntag. Wenn ihr weitere Fragen habt für den kommenden Sonntag, könnt ihr mich gerne unter kids@zetterberg.de anschreiben. Sonst haben wir auf unserer Webseite unter Kids auch viele andere Ressourcen, unser YouTube-Kanal, wo ganz viele Bibelgeschichten und Songs auf Englisch und Deutsch und auf Spanisch gibt und andere Aktivitätsblätter, die ihr ausdrücken könnt für zu Hause. Wenn ihr Teil unseres Kids-Teams sein wollt, würden wir uns riesig freuen. Und das heißt nicht gleich, dass ihr im Klassenzimmer auch dabei sein müsst. Es gibt ganz viele andere ehrenamtliche Stellen, Social Media oder im Translation-Team oder Voice-Over. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mir eine E-Mail, kids@zetterberg.de. Wir freuen uns auf euch. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Vielleicht auf unserer Webseite, vielleicht seid ihr aber auch gerade bei YouTube. Und wenn ihr bei YouTube seid, dann findet ihr in der Videobeschreibung einige hilfreiche Links, die euch zu dem führen, was ich jetzt gleich unseren Website-Besuchern sagen werde. Weil auf unserer Webseite gibt es eine ganze Menge an hilfreichen Tools. Und zwar auf unserer Watch Experience, also da, wo ihr gerade das Video anseht, da könnt ihr euch zum Beispiel die Predigtnotizen anschauen. In den Predigtnotizen gibt es immer ein paar Felder, die ihr dann selber ausfüllen müsst, während die Predigt läuft. Aber dort findet ihr auch alle Bibelverse, die in der Predigt verwendet werden oder zumindest die wichtigsten Bibelverse. Also schaut da gerne rein. Ihr könnt dann auch eure Notizen abspeichern als PDF auf eurem Computer, sie auch ausdrucken und in irgendeinen Ordner packen zum Beispiel. Direkt daneben gibt es auch das Kontaktfeld. Wenn ihr darauf drückt, dann seht ihr unsere Online-Kontaktkarte, wo ihr zum Beispiel einfach nur sagen könnt, dass ihr heute da wart. Ihr könnt uns dann auch sagen, was ihr gut fandet und was ihr nicht so gut fandet. Ihr könnt dort auch eure Gebetsanliegen an uns schicken oder jede Frage, die ihr habt. Wenn ihr mit jemandem aus unserer Gemeinde gerne in Kontakt treten wollt, dann nutzt auch gerne unsere Kontaktkarte oder ihr sucht eine Kleingruppe. Auch das könnt ihr über die Kontaktkarte machen. Also schaut euch diese gerne mal an, entweder jetzt oder nach dem Gottesdienst. Ihr könnt auch über unsere Webseite spenden. Das geht, indem ihr auf den Spenden-Button klickt und dann könnt ihr zum Beispiel über PayPal, über Kreditkarte oder auch euch einfach die IBAN-Nummer raussuchen und dann per Banküberweisung spenden. Wenn ihr hier das erste Mal seid oder als Gast hier seid, dann fühlt euch bitte nicht dazu gezwungen zu geben. Das ist wirklich nur für Leute, die sich unserer Gemeinde zugehörig fühlen. Ihr könnt auch die Predigt oder den ganzen Gottesdienst heute teilen, wenn ihr auf den Teilen-Button klickt. Und dann könnt ihr das zum Beispiel an Leute schicken, von denen ihr denkt, die sollten diese Predigt heute unbedingt hören. Also schaut euch das gerne an. Es gibt noch mehr Features bei uns auf der Webseite. Ihr könnt gucken bei Über uns, da könnt ihr mehr über unsere Gemeinde erfahren, über unsere Geschichte, aber auch über unsere Werte. Ihr könnt auch nach einer Kleingruppe suchen, wenn ihr unter Kontakt klickt. Dort findet ihr auch einen Eventkalender, also eine ganze Menge zu entdecken bei uns auf der Webseite. Schaut euch das gerne einmal an. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gottesdienst. Und jetzt wünschen wir dir viel Vergnügen bei unserem Online-Gottesdienst. Und wenn du nächste Woche live dabei sein willst, dann schau gerne mal auf unserer Besuchen-Unterseite vorbei. Hello everyone, welcome to Saddleback Church. Would you guys sing with us? Come on, let's prepare our hearts, sing your praises to the only one, Jesus. Here we go.
is what heaven sounds like. We praise you. We praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you. We praise you, Jesus. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you. We praise you. We'll see you break. Making a
turning around. Come on, let's praise. Oh, we believe. God, turn it. That's our God. Psalm 34 says, I bless God every chance I get. My lungs expand with praise. Here in this moment, we inhale His goodness, His grace, His mercy, His love, His kindness. And we expand with praise. Our lungs expand with praise here in this moment. Come on, we sing. You are life. You are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord, we sing. It's your breath. Our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you. We respond to you. We sing, great are you, Lord. You give life. You are.
Hey, hallo zusammen. Ein herzliches Willkommen an alle, die an unseren internationalen Standorten zuhören. Ich freue mich sehr, heute mit euch Gottesdienst zu feiern, in dieser Zeit vor Ostern. Wir befinden uns mitten in einer Predigtreihe, die für Durchbrüche beten heißt. Und wir möchten als Gemeinde 21 Tage lang beten, um uns auf Ostern vorzubereiten. Ich freue mich immer riesig auf Ostern. Es ist mein Lieblingswochenende des ganzen Jahres. Wir nennen es oft den Super Bowl unter den Wochenenden. Nun, ich weiß, dass für alle an unseren internationalen Standorten der Super Bowl vielleicht nicht so wichtig ist. Man könnte es aber als das WM-Finale unter den Wochenenden für uns als Gemeinde bezeichnen. Wir feiern gemeinsam die Auferstehung Jesu, das leere Grab und dass er lebt. Und während der Planung für Ostern ist diese Gebetsreihe so extrem wichtig für uns als Gemeinde. Sie bereitet uns auf das vor, was Gott am Osterwochenende tun wird. Die Predigtreihe läuft wie folgt ab. Zuerst haben wir unsere Pray 24/7-Initiative gestartet. Und bei Pray 24/7 geht es nicht nur um Ostern, sondern um eine größere Vision, die Gott uns als Gemeinde gegeben hat. Nämlich, dass wir eine Gemeinde des Gebets sein sollen, die für die Erfüllung des Missionsbefehls betet. Und dafür möchten wir die gesamte Gemeinde mobilisieren, um im Laufe des Tages in 30 Minuten Abschnitten zu beten. Die große Vision ist, dass wir als Gemeinde dahin kommen, dass rund um die Uhr immer jemand betet. Und das ist für uns möglich, weil wir eine internationale Gemeinde sind. Vielen Dank an alle, die sich bereits für das Gebet in 30 Minuten Abschnitten angemeldet haben. Lasst uns so weitermachen. Gott wird dies nutzen, um uns als Gemeinde zu formen und uns in die Zukunft zu führen, die er für uns bereithält. Zusätzlich dazu hat unser Team großartige Arbeit geleistet und eine 21-tägige Reise gestaltet. Sie enthält unter anderem Andachten zum Mitlesen, die du über den QR-Code auf deinen Notizen aufrufen kannst. Wenn du den Code scannst, wirst du automatisch zu der 21-tägigen Reise weitergeleitet. Nächste Woche möchten wir uns wieder mit dem Thema Gebet auseinandersetzen, und zwar speziell das Gebet für Durchbrüche in der Mission. Dafür zu beten, dass Gott mein Leben benutzt, um etwas zu bewirken. Das passt auch hervorragend zu unserer letzten Predigtreihe, die Ein Leben hieß. Nächste Woche wollen wir dann auch darüber sprechen, welche Personen wir denn an Ostern mit in den Gottesdienst nehmen können. Und ihr könnt auch jetzt schon anfangen, darüber zu beten. Welche Person legt dir Gott aufs Herz für unseren Ostergottesdienst? Ihr könnt euch sicher sein, dass Stacy und ich genauso dafür beten werden. Und wir freuen uns so sehr darauf, wie Gott durch unsere Ostergottesdienste wirken wird. Unsere Für Durchbrüche Betenreihe ist so wichtig. Manchmal stecken wir nämlich in unserem Leben fest. Wir stecken auf persönlicher Ebene fest, in unseren Beziehungen und auch dabei etwas zu bewirken. Wir versuchen dann auch zu viele verschiedene Dinge, um uns daraus zu lösen. Wir arbeiten mehr, wir lesen Bücher. Aber manchmal hat bestimmt schon jemand zu euch gesagt, es hat alles nicht geholfen. Bete. Bete einfach. Vielleicht ändert sich deine Situation, wenn du betest. Die Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist folgende. Was wäre, wenn Gebet nicht unser letzter Ausweg, sondern unsere erste Reaktion ist? Was wäre, wenn wir unser Herz und unseren Verstand darauf trainieren könnten, zuerst zu Gott zu kommen? Und darum geht es in dieser Reihe. Letzte Woche ging es um persönliche Durchbrüche. Heute geht es um Durchbrüche in Beziehungen. Zuallererst möchte ich sagen, dass wir alle manchmal Durchbrüche in unseren Beziehungen brauchen, oder? Manchmal geraten wir in unseren wichtigsten Beziehungen zu unserem Ehepartner, unseren Kindern oder den Kollegen in eine Sackgasse. Wir können feststecken. Wir können in Streit geraten. Und wenn wir uns streiten, versuchen wir viele verschiedene Dinge, um das Problem zu lösen. Ich habe kürzlich jemanden sagen hören, dass nur sehr wenige Ehen an mangelnden Bemühungen scheitern. Manchmal bemühen wir uns auf die falsche Weise. Das gilt auch für die Erziehung. Ich wollte euch tatsächlich mal ein paar Nachrichten vorlesen, die ich mit einem meiner Kinder ausgetauscht habe. Es fing eines Tages an. Stacy und ich sind gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. Nach dem Urlaub sagte eines meiner Kinder zu mir, Papa, du musst nach deinen Kopfhörern suchen, den guten Kopfhörern. Mein Bruder hat deine guten Kopfhörer benutzt und sie sind jetzt bestimmt nicht mehr da, wo du sie hingelegt hast. Natürlich versetzt das einen als Elternteil sofort in Alarmbereitschaft und gibt einem zusätzliche Energie. Ich habe sofort nach der Person gesucht, die die Verantwortung dafür übernehmen sollte. Ich habe eines meiner Kinder geschrieben, hey, wo sind meine Kopfhörer? Ich finde sie nicht. Sie sind nicht im Auto. Er hat geantwortet, ich weiß nicht, und mir ein Bild geschickt, auf dem er seine eigenen Kopfhörer trägt.
Dann antworte ich, sie waren im Auto, jetzt nicht mehr. Du musst sie finden, bevor ich dich morgen zum Fußball fahre. Jetzt wende ich eine besonders wirkungsvolle Erziehungsstrategie an. Ich drohe meinen Kindern. Ich drohe meinem Sohn. Das scheint aber nicht gut zu funktionieren. Ich weiß, dass er am anderen Ende jetzt unruhig wird. Er sagt, du warst ein paar Tage weg, ich kann sie gar nicht genommen haben. Du hattest dein Auto doch dabei. Ich hatte mein Auto nicht dabei und antworte ihm dann, das Auto war zu Hause und es war abgesperrt. Es kann nicht sein, dass jemand in mein Auto eingebrochen ist und die Kopfhörer mitgenommen hat. Darauf sagt er, deine Kopfhörer sind rot-schwarz, meine sind aber nur schwarz. Dann antworte ich ihm in Großbuchstaben, ich will meine Kopfhörer zurück. Du kannst dir keine Kopfhörer leisten, Junge. Zeig mir deine Kopfhörer. Er antwortet, ich weiß nicht, wo sie sind. Ich habe deine Kopfhörer nicht angefasst und sie seit Monaten nicht gesehen. Und noch einmal, als ob mir das zum Durchbruch in der Beziehung verhelfen würde, frage ich, wo sind deine Kopfhörer? Er sagt, ich habe dir schon ein Foto von meinen geschickt. Und ich antworte, das sind nicht deine. Vielleicht kennt ihr so etwas Ähnliches mit euren Kindern. Ich sage, das sind nicht deine. Ich fahre dich morgen nicht zum Fußball. Und er antwortet, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Dann kam mir der Gedanke, vielleicht sollte ich woanders suchen. Ich habe wirklich noch nie etwas in meinem ganzen Leben verloren. Vielleicht habe ich dieses Mal wirklich etwas verloren oder verlegt, also sollte ich vielleicht woanders nachschauen. Meine Kopfhörer waren tatsächlich in einer Schublade. Wahrscheinlich hatte ich sie sogar da reingelegt. Dann habe ich ihm geschrieben, Glück gehabt, ich habe sie gefunden. Wann soll ich dich denn vom Sport abholen? Tut mir leid, bitte vergib mir. Und er antwortet mir, ich vergebe dir. Ich bin so dankbar, dass mein Sohn nicht nachtragend ist. Das ist ein typisches Beispiel dafür. Manchmal bleiben wir nämlich in unseren Beziehungen stecken. Aber ist es nicht so, dass man sich manchmal im Kreis dreht und dreht und dreht, wenn man streitet? Man versucht so viele Dinge, von SMS über Anrufe bis hin zu Treffen, manchmal sogar mit einem Seelsorger oder Therapeut, aber nichts führt zu einem Durchbruch. Nichts löst das Problem. Ich möchte, dass ihr zu Beginn dieser Predigt über eine Person nachdenkt, mit der ihr im Streit liegt. Eine Person in eurem Leben, mit der es euch schwerfällt, zu kommunizieren. Es könnte ein Kollege, ein Freund, ein Familienmitglied, ein Ehepartner, ein Kind, ein Elternteil, ein Geschwisterteil sein. Jemand in deinem Leben, bei dem du dir einen Durchbruch wünschst, bei dem du ein gewisses Maß an Frustration erlebst und dich in dieser Beziehung festgefahren fühlst. Manchmal wünscht man sich auch einen Durchbruch für eine andere Person, die es schwer hat und bei der man nicht weiß, wie man ihr helfen kann. Vielleicht weißt du nicht, wie du dieser Person dabei helfen kannst, diese schwierige Zeit zu überstehen. Heute werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie das Gebet uns dabei hilft, Durchbrüche in unseren Beziehungen zu erleben. Dazu sehen wir uns eine geniale Geschichte aus dem Markus-Evangelium genauer an. Zuerst möchte ich den Kontext dieser Geschichte näher erläutern. Es handelt sich um einen Augenzeugenbericht aus dem Leben Jesu, als Jesus einen kleinen Jungen heilt. Und die Geschichte findet statt, nachdem Jesus auf einem Berggipfel war. Er ist mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen Berg gestiegen und dann findet dieser Moment in der Bibel statt, den man Verklärung nennt. Es ist nicht nur Jesus auf dem Berg, sondern auch Mose und Elia aus dem Alten Testament. Es ist ein heiliger, göttlicher Moment auf dem Berggipfel. Nach diesem Moment auf dem Berggipfel steigen Jesus und seine drei Jünger wieder herab. Die restlichen Jünger warten am Fuß des Berges darauf, dass Jesus und die anderen wieder herunterkommen. Als Jesus unten ankommt, stellt er fest, dass eine große Unruhe herrscht und es ein großes Problem gibt. Diese Situation verlangt nach einem Durchbruch in einer Beziehung. Hört genau zu, wie die Geschichte abläuft. Es heißt, als sie dann zu den anderen Jüngern kamen, fanden sie diese von einer großen Menge umringt und im Streit mit einigen Gesetzeslehrern. Jesus kommt mit seinen drei Jüngern vom Berg herab, die anderen Jünger sind da und es gibt einen heftigen Streit unter den Menschen. Als die Leute Jesus sahen, wurden sie ganz aufgeregt. Sie liefen auf ihn zu und begrüßten ihn. Zu diesem Zeitpunkt, im Markus-Evangelium Kapitel 9, ist Jesus bereits sehr bekannt. Er vollbringt bereits Wunder.
Die Menschen kennen ihn als einen großen Lehrer und die Menge ist erstaunt, als Jesus auftaucht und vom Berg herabsteigt. Jesus sieht die Männer an, während sie sich streiten, und er spricht mit ihnen. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er sie. Er möchte wissen, was genau los ist und warum sie sich streiten. So geht es mir auch manchmal. Vielleicht kennst du diese Momente als Elternteil, wenn du gerade nicht bei deinen Kindern bist, sie aber hören kannst. Bei uns zu Hause ist das so. Ich habe ein Zimmer, in dem ich lese und die Bibel studiere. Und manchmal höre ich Lärm und frage, warum streitet ihr? Warum streiten wir als Menschen? Es passiert in Gemeinden, in Familien. Menschen neigen dazu, die Fehler des anderen zu finden und dann kommt es zum Streit. Das gehört einfach zum Menschsein dazu. Jesus fragt uns, warum wir streiten. Was ist die Ursache des Problems? Einer aus der Menge erwiderte, Rabbi, ich bin mit meinem Sohn hergekommen und wollte ihn zu dir bringen. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist. Und immer, wenn dieser Geist ihn packt, zerrt er ihn zu Boden. Er hat dann Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. In dieser Bibelstelle erkennt man das Problem ganz klar. Dieser kleine Junge hat ein Problem. Dieses Kind ist von einem Dämon besessen und der Dämon zerstört sein Leben. Die Jünger versuchen, das Problem zu lösen, aber sie können es nicht. Jesus kommt vom Berg herab und es herrscht eine große Unruhe, weil das Problem nicht gelöst werden konnte. Achte darauf, was Jesus sagt. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Jesus sagt, sie versuchen das Problem zu lösen und schaffen es nicht. Sie glauben nicht daran. Und er antwortet dann, bringt den Jungen zu mir. Man könnte jetzt viele Vermutungen über den Gesichtsausdruck Jesu und seinen Tonfall anstellen, aber wir wissen, dass das Problem noch nicht gelöst wurde. Jesus sagt, bringt den Jungen zu mir und ich werde das Problem lösen. Wenn ihr euch Notizen macht, dann möchte ich euch auf etwas zum Thema Problemlösung aufmerksam machen. Unterstreicht einfach die Zeile, bringt den Jungen zu mir, in Vers 19. Jesus sagt, so wie ihr das Problem lösen wollt, klappt es nicht. Wir lösen es auf andere Weise. Der erste Punkt in euren Notizen, um Durchbruch in Beziehungen zu erleben, ist das richtige Problem zur richtigen Person zu bringen. Lass es mich nochmal sagen, das richtige Problem zur richtigen Person bringen. Ich möchte, dass wir anhand dieser Bibelstelle verstehen, dass der Junge nicht das Problem war. Der kleine Junge, der von einem Dämon besessen war, war nicht das Problem. Das Problem waren die Auswirkungen des Dämons auf den kleinen Jungen und was daraus resultierte. Manchmal kann eine Fehldiagnose eines Problems in unseren Beziehungen dazu führen, dass wir mehr Probleme haben als vorher. Die Jünger sind erstens verwirrt aufgrund des Problems und zweitens verwirrt, wie sie das Problem lösen können. Als das Problem aber zu Jesus gebracht wird, findet Jesus eine Lösung für das Problem. Wenn ich aber nicht weiß, was das Problem ist, dann kann ich das Problem auch nicht zur richtigen Person bringen, die es lösen kann. Ich möchte euch also ermutigen, das Problem, das ihr in eurer Beziehung mit der anderen Person habt, neu zu definieren. Lasst es mich so sagen. Stacy und ich haben in den letzten 20 Jahren unserer Ehe viele Momente erlebt, in denen wir uns nicht einig waren. Wir hatten andere Vorstellungen, zum Beispiel, wenn es darum ging, wo wir essen gehen oder was wir gemeinsam als Familie unternehmen. Das ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber es gab Momente in unserer Familie, in denen wir nicht einer Meinung waren. Stacy und ich haben früh in unserer Ehe gelernt, dass man bei Konflikten mit anderen Menschen dazu neigt, zu denken, sie sind das Problem, das ich zu beheben versuche, das ich zu lösen versuche. Sie sind die Sache, die ich reparieren muss. Aber wir haben einmal einen Ratschlag für unsere Ehe erhalten, der unsere Beziehung verändert hat. Die Person ist nie das Problem. Je schneller ich verstehe, dass die Person nicht das Problem ist, desto schneller kann ich mich auf das eigentliche Problem dahinter konzentrieren und so Durchbrüche zur Lösung des Problems finden. Ich möchte euch ermutigen, in der Beziehung, in eurem Leben, in der ihr feststeckt, das Problem neu zu definieren und euch selbst und der anderen Person zu sagen, euch daran zu erinnern, dass sie nicht das Problem ist.
Stacy und ich sagen uns immer einen kleinen Spruch, wenn wir in unserer Ehe im Konflikt miteinander stehen und es langsam hitzig wird. Ein Team. Wir sind ein Team. Wir arbeiten gemeinsam an einer Lösung. Ich möchte euch ermutigen, der Mensch auf der anderen Seite ist nicht das Problem. Wir definieren das Problem und dann bringen wir das Problem zur richtigen Person, die es lösen kann. Und wer kann das Problem lösen? Jesus. Jesus ist derjenige, der Frieden in unsere Beziehung bringen kann. Wenn wir das Problem zur falschen Person bringen oder zu einer Gruppe von Personen, die damit gar nichts zu tun hat, dann schaffen wir nur mehr Probleme. In diesen Versen können wir sehen, dass ein großer Streit herrscht, als Jesus vom Berg herabsteigt. Es sind noch mehr Probleme daraus entstanden, dass sie mit dem Problem zur falschen Person gekommen sind, als durch das Problem selbst. In der Bibel heißt es dazu in Matthäus 18, Verse 15 bis 17, wenn dein Bruder sündigt, dann geh und mache seine Sünde in den sozialen Medien publik. Wenn er mit sich, oh sorry, das steht hier nicht, lesen wir es noch einmal. Es heißt, wenn dein Bruder sündigt, dann gehe zu ihm und stelle ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er mit sich reden lässt, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wenn er nicht auf dich hört, dann nimm einen oder zwei andere mit und geh noch einmal zu ihm, damit alles von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Die Bibel sagt, dass es uns nicht hilft, wenn wir unsere Probleme bei einem Streit in einer Beziehung in die Welt hinaus posaunen. Wir sollten das Problem direkt zu der Person bringen, um mit Gottes Hilfe und durch das Gebet eine Lösung zu finden. In euren Notizen findet ihr einen Satz, schaut euch den mal an. Menschen, die tratschen, verursachen Chaos in ihren Beziehungen. Kennst du so eine Person? Bitte schaut jetzt niemanden in die Augen oder stupst sie im Gottesdienst an, aber wir alle kennen Menschen, die tratschen. Immer wenn eine Person über das Problem tratscht, ohne es anzugehen, ist das, als würde man Öl ins Feuer gießen. Wenn es ein kleineres Problem in einer Beziehung gibt und ich dann Klatsch und Tratsch darüber verbreite, dann führt das zu einem größeren Problem, als es ursprünglich war. Wenn ich Durchbrüche in Beziehungen erleben möchte, dann muss ich das Problem richtig definieren und es zur richtigen Person bringen, damit keine neuen Probleme entstehen. Jesus sagt etwas so Mächtiges zu dem kleinen Jungen. Das Problem ist jetzt in Jesu Händen und seine Hilfe macht den Unterschied in dieser Geschichte. Jesus antwortet, nachdem sie den Jungen zu ihm gebracht haben, in Vers 20, als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen mit so heftigen Krämpfen, dass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde wälzte. In Vers 21 heißt es, wie lange hat er das schon? Fragte Jesus den Vater. Von klein auf, antwortete dieser, und oft hat der Geist ihn schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, weil er ihn umbringen wollte. Aber wenn du etwas tun kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Zu diesem Zeitpunkt kennt der Vater die Macht und Kraft Jesu noch nicht. Stellt euch den Vater und seinen Sohn in dieser Geschichte vor. Der Sohn hat ein Problem, das der Vater nicht lösen kann, und er möchte wissen, ob Jesus eingreifen kann, ob Jesus sich um ihn kümmern kann, ob Jesus etwas tun kann. Kannst du bitte eingreifen, um dieses Problem zu lösen, Jesus? Achtet genau auf die Antwort von Jesus. Wenn du etwas tun kannst, erwiderte Jesus, was soll das heißen? Für den, der glaubt, ist alles möglich. Jesus will damit nicht sagen, dass er jede körperliche Krankheit heilen wird. Aber er spricht sehr kraftvolle Worte über seine Macht aus. Es gibt nichts, das Gott nicht tun kann. Wenn du etwas tun kannst, sagt Jesus, Jesus hat die Macht dazu. Wenn eine Person also krank ist, dann hat er die Kraft und die Macht dazu, diese Person zu heilen. Manchmal ist der einschränkende Faktor, wenn es um Heilung, um Veränderung, um Durchbrüche geht, unser Glaube, nicht Gottes Kraft, nicht Gottes Macht. Es ist meine Verbindung zu dieser Kraft, zu dieser Macht Gottes. Oder die fehlende Verbindung dazu aufgrund eines Mangels an Glauben. Achtet genau darauf, was Jesus dem Vater aufzeigt.
Jesus definiert das Problem ganz neu, sodass die Besessenheit des Jungen gar nicht mehr das Problem ist. Das neue Problem, das Jesus hervorhebt, ist die Perspektive des Vaters. Achte darauf, was er jetzt sagt. Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Das ist ein großartiges Gebet. Wenn du merkst, dass es dir manchmal an Glauben fehlt, dann kannst du Gott bitten, dir aus deinem Unglauben herauszuhelfen. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, aus diesem Jungen auszufahren und nie wieder zurückzukommen. Jetzt ist Jesus kurz davor, den Jungen zu heilen und freizusetzen. Aber kurz zuvor spricht er die Perspektive des Vaters an. Er geht auf die Haltung ein, mit der der Vater an das Problem herangeht. Der zweite Punkt in euren Notizen ist, offen für eine neue Perspektive zu sein, wenn es um die Beziehungen geht, in denen ihr zurzeit feststeckt. Offen für eine neue Perspektive sein. Offen dafür zu sein, die Beziehung und das Problem aus Gottes Perspektive zu sehen und dafür, dass er deinen Blick darauf verändert. Ganz praktisch hat sich das auf mich persönlich wie folgt ausgewirkt. In den letzten Jahren gab es einige Situationen in meinem Leben, in denen die Beziehung zu einer Person wirklich sehr schwierig war. Dann bete ich und sage: Gott, hilf mir, die Situation so zu sehen, wie du sie siehst. Hilf mir, die Situation so zu sehen, wie ich sie in deinen Augen sehen soll. Wenn ich dieses Gebet spreche, dann antwortet Gott immer treu darauf. Ganz ehrlich, wenn ich mit einer Person streite und bete, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass Gott meiner Meinung ist. Kennt ihr das auch? Ihr betet und denkt, ich kenne Gott und ich bin mir sicher, dass Gott das genauso sieht wie ich. Gott ist auf meiner Seite. Ist euch das schon mal passiert? Kommt schon, seid ehrlich. Ihr kennt diese Momente. Ich weiß, dass Gott meiner Meinung ist. Aber ich habe festgestellt, dass Gott sich so gut wie nie auf eine Seite schlägt, wenn ich ein Problem zu ihm bringe. Gott sagt nicht, du hast zu 60% oder zu 40% recht. Gott möchte in diesem Konflikt beide Seiten formen und prägen. Gott nutzt Konflikte, um unsere Seele zu verändern, um uns zu Nachfolgern Jesu, zu Jüngern zu formen. Konflikt ist ein Werkzeug, das Gott benutzt, um uns zu formen. Aber wenn ich dafür offen bin, dann kommt es zu wirklicher Veränderung. Wenn ich selbst feststecke und versuche, Gott und die andere Person von meiner Ansicht zu überzeugen, dann werde ich nicht die Veränderung erleben, die Gott für mich vorgesehen hat. Manchmal liegt die Lösung darin, einen neuen Blick auf die Situation zu bekommen. Stacy und ich sind vor etwa 7 oder 8 Monaten in unser neues Zuhause eingezogen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist mir etwas peinlich, dass wir immer noch nicht ganz in unsere Routine angekommen sind. Manchmal finde ich Dinge in meinem Haus einfach nicht, die ich aber unbedingt finden muss, wie zum Beispiel Seife. Vor ein paar Tagen wollte ich Seife holen und ging an den Ort, an dem Stacy sie normalerweise aufbewahrt. Ich suche dort nach der Seife und ich finde sie nicht. Ich fange an, überall zu suchen und werde auf der Suche nach der Seife immer frustrierter. Irgendwann frage ich Stacy: Wo ist die Seife? Sie sieht mich an, sieht auf den Boden direkt vor meinen Füßen und sagt: Da ist die Seife. Ich habe immer oben nach der Seife gesucht, dabei war sie direkt vor meinen Füßen am Boden. Ich suche sie ganz woanders, obwohl ich fast über sie stolpere. Was ich damit sagen möchte, ist, dass manchmal ein kleiner Perspektivenwechsel dabei helfen kann, die Lösung zu finden, die man sucht. Wenn wir das Problem zu Jesus bringen, dann müssen wir für einen neuen Lösungsansatz offen sein. Er wird uns helfen, es anders zu sehen. Dazu ein paar praktische Beispiele aus meinem Leben. Das eine Mal habe ich für einen Konflikt gebetet und den Heiligen Geist um Weisheit gebeten. Und Gott hat dann ganz klar durch die Bibel in mein Herz gesprochen wie ein leises Flüstern. Andy, ich möchte dir beibringen, zu vergeben, wie du es noch nie zuvor getan hast. Ich möchte diese Art von Liebe in dir kultivieren, die ich habe und die es mir ermöglicht, Menschen zu vergeben. Nur dieser kleine Perspektivenwechsel hat komplett verändert, wie ich den Konflikt angegangen bin. Es gab noch einen weiteren Moment,
in dem ich in einem Konflikt, in einer Beziehung steckte. Ich war mir sicher, dass Gott meiner Meinung ist und ich betete dafür. Und ich hatte den Eindruck, dass der Heilige Geist mir ein ganz klares Wort gab. Andy, das ist ein Prüfstein für dich. Diese eine Situation ist ein Charaktertest, um zu sehen, ob du mir erlaubst, dich durch diesen Konflikt zu formen, durch diesen Moment, in dem du anderer Meinung bist als dein Gegenüber. Dieses Wort hat die Art und Weise verändert, wie ich das Problem in meinem Herz und Verstand angegangen bin. Sei offen für eine neue Perspektive, für Gottes Perspektive. Ich bin überzeugt davon, dass Gott uns im Gebet zeigen wird, wie er das Problem sieht und uns zu einem Durchbruch führt. Während die Jünger versuchen, einen Durchbruch herbeizuführen, kommt der Junge. Der Vater hat Jesus um Hilfe gebeten. Jesus sieht den kleinen Jungen an und sagt zu dem Dämon: Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, aus diesem Jungen auszufahren und nie wieder zurückzukommen. Vers 26 und 28. Da schrie der Geist anhaltend auf, zerrte den Jungen wie wild hin und her und verließ ihn schließlich. Der Junge lag regungslos da, sodass die meisten dachten, er sei gestorben. Doch Jesus fasste ihn bei der Hand und zog ihn hoch. Da stand der Junge auf. Als Jesus später im Haus allein war, fragten ihn die Jünger: Warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Stellt euch das mal vor, wenn ich die Bibel lese, versuche ich mich manchmal in eine andere Person hineinzuversetzen. Ich kann mir vorstellen, wie es dem Vater geht. Er will, dass sein Kind einen Durchbruch erlebt. Ich kann mich auch in das Kind hineinversetzen. Es kann das Problem nicht selbst lösen. Und ich kann mich auch in die Jünger hineinversetzen. Ich habe schon so oft in meinem Leben versucht, ein Problem aus eigener Kraft zu lösen. Und meine Anstrengungen machen das Problem scheinbar nur noch schlimmer als zuvor. Und dann bringe ich mein Problem zu Jesus und er löst es mit nur einem Wort, auf eine Art und Weise, die Klarheit und Frieden bringt. Und dann denke ich mir, warum habe ich das nicht schon vor 25 Jahren verstanden? Warum verstehe ich es noch immer nicht? Vielleicht waren die Jünger genauso frustriert. Jesus, warum? Warum konnten wir das Problem nicht lösen? Achte noch einmal genau auf seine Worte und kreise sie auf deinen Notizen ein. Jesus antwortet und sagt in Vers 29, solche Geister können nur durch Gebet ausgetrieben werden. Kreis das ein, nur durch Gebet. Jesus spricht hier nicht nur über diese Situation. Er sagt nicht, dass man manche Dämonen im Gebet oder manche ohne Gebet austreiben kann oder dass man bei manchen Problemen betet und bei manchen nicht. Jesus möchte in diesem Moment seinen Nachfolgern eine ganz neue Dimension von Durchbrüchen aufzeigen. Er möchte dir eine ganz neue Dimension seiner Macht aufzeigen. Und der Zugang zu dieser Art von Durchbrüchen, dieser Art von Macht, diesen Unterschied, diese Art von Veränderung liegt nicht in deiner eigenen Macht. Er liegt darin, zu mir zu beten, dem Gott, der die Macht hat, das Problem zu lösen. Dies kann nur durch Gebet geschehen. Mein dritter und letzter Punkt für heute ist folgender. Mein Lösungsansatz muss im Gebet beginnen. Das heißt nicht, dass Gott nicht möchte, dass wir Gespräche zur Konfliktlösung führen. Das heißt nicht, dass Gott nicht möchte, dass wir Hilfsmittel einsetzen, um Menschen zum Durchbruch in ihrem Leben zu verhelfen. Das heißt nicht, dass die praktische Seite des Dienstes für Gott nicht wichtig ist, denn sie ist unglaublich wichtig. Gott hat uns als Menschen geschaffen. Wir haben einen leiblichen Körper, all die praktischen Komponenten, die dazu beitragen, dass sich das Leben eines Menschen oder eine Beziehung verändert. Und all die Dinge, die wir über Konfliktlösung, Zuhören und Verstehen gelernt haben und dass wir das Problem mit der Person besprechen und nicht tratschen, all das ist wichtig. Aber es gibt einen Ausgangspunkt. Wenn ich im Gebet beginne, dann sage ich zu Gott, dass ich es nicht auf meine Weise tun möchte. Ich möchte es auf deine Weise tun. Ich möchte deine Weisheit. Ich möchte deine Macht. Ich möchte deine Erkenntnis. Ich möchte dir in dieser Situation gefallen. Ich möchte es auf eine Weise tun, die dich ehrt. Ich möchte vor dir demütig sein. Ich möchte im Gebet beginnen. Meine Herausforderung an euch, unsere Herausforderung in dieser ganzen Reihe ist es, im Gebet zu beginnen. Wenn du dir persönlichen Durchbruch wünschst, beginne im Gebet. Wenn du dir Durchbruch in Beziehungen wünschst,
beginne im Gebet. Wenn du mit deinem Leben einen Unterschied machen möchtest, wenn wir als Gemeinde Durchbrüche erleben wollen, wenn wir den Missionsbefehl voranbringen möchten, beginnen wir im Gebet. Und wir können das ganz einfach umsetzen. Wir sind mitten in einer Challenge, und zwar jeden Tag im Gebet zu beginnen. Zu Beginn jeden Tages 15 Minuten lang Zeit nehmen und 15 Minuten lang beten. Unsere Probleme bei Gott abgeben. Bittet Gott darum, etwas zu bewegen, und ihr werdet sehen, wie Gott eure Situation nutzt, um seine Macht und seine Kraft zu zeigen und für euch einzustehen. Ich möchte euch dazu ermutigen, euch das nochmal ganz bewusst vorzunehmen. Es sind nur noch 2 Wochen bis Ostern. Ich werde jeden Tag beten. Ich werde dafür beten, welche Person ich einladen soll. Ich werde für Durchbrüche in Beziehungen beten. Und meldet euch auch bitte für einen 30-minütigen Abschnitt an und betet gemeinsam mit uns als Gemeinde dafür, dass Gott mächtig wirkt in der Vorbereitung auf Ostern. Ihr könnt diese Dinge über den QR-Code in euren Notizen heute tun. Einige von euch stecken noch in Bereichen ihres Lebens fest, in denen sie dringend einen Durchbruch brauchen. Ich möchte euch ermutigen. Einer der Gründe, warum wir feststecken, ist, dass es Dinge gibt, die Gott uns aufträgt, die wir dann aber nicht tun. Wir gehen diesen Schritt nicht. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen auf ihrem geistlichen Weg nicht weiterkommen, weil sie sich zwar für die Nachfolge Jesu entschieden haben, diese Entscheidung aber nicht öffentlich machen. Sie erzählen den anderen nicht, dass sie sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Ich weiß, dass es buchstäblich hunderte von Menschen bei Saddleback gibt, die kürzlich die Entscheidung getroffen haben, Jesus nachzufolgen, aber sie haben diese Entscheidung nicht durch die Taufe öffentlich gemacht. Ich möchte euch heute sagen, eine weitere Möglichkeit, wie ihr einen Durchbruch erzielen könnt, ist es, den Schritt der Taufe zu wagen. Falls ihr diesen Schritt noch nicht gegangen seid, möchte ich euch heute dazu ermutigen, euch für die Taufe anzumelden, die in 2 Wochen am Osterwochenende stattfinden wird. Wie genial wird es, an Ostern Gottesdienst zu feiern und zu sehen, wie hunderte von Menschen ihren Glauben an Jesus bekennen? Gibt es einen besseren Tag als Ostern, um deine Entscheidung, Jesus nachzufolgen, zu feiern? Zum Abschluss möchte ich dich heute ermutigen. Gott möchte Durchbrüche in dein Leben bringen, und er möchte das durch Gebet tun. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin so dankbar für unsere Gemeinde. Eine Gemeinde, die von Herzen betet und Gott von ganzem Herzen sucht. Ich weiß, dass Gott das segnen wird. Ich weiß, dass Gott unseren Wunsch, vor ihn zu treten und rund um die Uhr zu beten, segnen wird. Er wird es nutzen, um sein Reich hier auf Erden voranzubringen. Ich möchte für euch beten. Während ihr darüber nachdenkt, wie ihr diese Wahrheiten auf euer Leben anwenden könnt, möchte ich euch ermutigen, diese Woche auf die Person zuzugehen und sie vor Gott zu bringen, bei der ihr einen Durchbruch in der Beziehung braucht. Ihr werdet sehen, wie Jesus das tut, wie nur er tun kann. Lass uns beten. Danke, Vater, dass wir auf dich vertrauen dürfen, dass wir auf deine Macht vertrauen dürfen. Ich denke an die Worte, die du, Jesus, gesprochen hast. Wenn du etwas tun kannst, du kannst es. Du kannst Heilung in Ehen bringen. Du kannst Heilung in Beziehungen mit Eltern und Kollegen bringen. Gott, ich bete für Durchbrüche in unseren Beziehungen. Vor allem aber bitte ich dich, dass du uns veränderst und uns zeigst, wie wir uns innerlich verändern müssen, damit wir mutig im Glauben voranschreiten können und in allen Bereichen unseres Lebens Ja zu dir sagen können. Wir danken dir für Saddleback, dass du uns so sehr liebst und große Dinge in uns und durch uns vollbringst. Wir geben uns dir heute hin, wir geben dir unser Ja. Und Gott, wir beten, dass du uns jetzt antwortest, wenn wir deinem Ruf gehorsam folgen und mit allem, was wir sind, dein Herz suchen. Wir bitten in Jesu Namen. Amen.